Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr konntet es im Titel schon lesen. Heute werden wir schauen, wem ich das Überraschungspaket zuschicken darf. Ich habe euch ja schon in einem vorhergehenden Video gezeigt, was da so alles drin ist. Ich finde die Sachen mega, wirklich mega cool. Pack selber noch ein Bild drauf. Und ich würde sagen, wir legen los. Wir schauen uns direkt an, wer alles mitgemacht hat. Meine Tochter hat Glücksfee gespielt und hat eure ganzen Kommentare durchgelesen und die Namen bereits rausgeschrieben, sodass ihr euch auch alle hier wiederfindet. Habe ich gedacht, halten wir die jetzt nach und nach alle hier in die Box rein. Ich gebe mir Mühe, dass sie auch gleichmäßig und ordentlich gefaltet sind, sodass auch wirklich jeder die gleiche Chance hat. Ich finde es mega zu sehen. Ich meine, dieser ganze Stapel hier, Wahnsinn, okay. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ich habe hier als ersten Zettel Jasmin Zaringer 4654. Und würde einfach sagen, wir falten die 1, 2, 3 Mal. Genau so, denke ich. Haben die eine ganz gute Größe. Man kann nichts erkennen. Und ja, dementsprechend als nächstes Heike Schulte 9037. Ich war ja wirklich mega überrascht, was ihr so für Videoideen habt. Da habe ich euch ja drum gebeten. Wahnsinn, was da zusammengekommen ist. Also mega, wirklich mega. Ich habe mich unheimlich gefreut und werde auch den ein oder anderen anschreiben. Einfach wegen Rückfragen noch. Und auch die ein oder andere Idee wirklich umsetzen. Also es ist super gewesen, es hat mega viel Spaß gemacht, ich habe mich mega gefreut und ihr könnt gespannt sein, was da noch so alles kommt. Dann haben wir hier Kati 50873 als nächstes, also wirklich ganz, ganz toll. Dann Steffi 2005. Oje, oje, oje. User minus -y8ny2bf4e. Dazu muss man sagen, ich hoffe, dass ich die Schrift meiner Tochter auch gut sehen kann. Weil ich Äumel habe natürlich auch schon wieder meine Brille vergessen. Beziehungsweise ich habe sie sogar verlegt. Michaelas Painting Ecke 5400. Sunny the Pooh, das ist ja auch toll. Conny P. 3305. Birgit Huber 1764. Rina painted diamonds relax. Meine Hände wollen heute nicht so richtig. Nach der Arbeit, die
den ganzen Tag am Werkeln gewesen noch. Und jetzt später am Abend geben sie so langsam auf. Art bei Freya, die liebe Jasmin. Scherben bringen Glück. Dann Cori 1182. Alexandra Ruppel 7576. Menilea 4998. Wie viele sind es denn noch? Das ist ja Wahnsinn. Rabia 3757. Luisa Herden 4386. Also Glücksvieh selbst wollte von den Kiddies niemand sein. Das heißt, ich werde Zettel ziehen. Mein Mann weigert sich auch. Aber das kriegen wir schon hin. Ines Hansmann 952. Ich glaube, jetzt haben wir es gleich. Sonja 7118. Und Juli 4431. So. Doch eine ordentliche Zahl an Zetteln zusammengekommen, würde ich sagen. Und hinter jedem Zettel und Namen, muss man sich vorstellen, steckt eine Videoidee. Ich freue mich drauf, ich freue mich aufs neue Jahr und bin gespannt, wie sie sich umsetzen lassen, ob sich so einiges davon umsetzen lässt und wie sich das dann gestaltet und dann auch letztendlich bei euch ankommt. So, wir mischen das Ganze. So, friemeln wir die alle so ein bisschen wieder auseinander. Nicht, dass die so ineinander fallen. Und ich würde sagen, wir nehmen den hier. Den nehmen wir und schauen, wer das Überraschungspaket bekommt. Ich habe hier Manilea 4998. Genau. Hier könnt ihr es einmal genau lesen, wenn die Kamera scharf stellt und mitmacht. Genau. Dir darf ich das Überraschungspaket zuschicken. Ich freue mich mega und war total erstaunt, was Dean Faustine mit eingepackt hat. Aber wie ich ja gesagt habe, werde ich auch noch was dazu packen. Das heißt, ich würde dich einmal bitten, mir eine E-Mail zu schreiben. Die findest du in der Infobox.
einfach eine kurze Benachrichtigung. Dann schnacken wir ein bisschen. Ich gebe dir ein paar Themen und such dann hier noch ein schönes Bild für dich raus, welches dann natürlich auch mit dazu gepackt wird. Ja, genau, so sieht's aus. Alle anderen, die jetzt hier mit dabei gewesen sind, die leider nicht das Glück gehabt haben, bei der lieben Sunny gibt's in der nächsten Woche schon die nächste Verlosung. Also seid da auch gerne mit dabei. Ihren Kanal verlinke ich mit in der Infobox. Schaut da gerne vorbei, lasst ein bisschen Liebe da. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Vergesst natürlich wie immer nicht, das Köpfchen zu heben, das Krönchen zu richten und macht euch die Welt ein bisschen bunter.